Das Spiel der Legenden in der Frankfurter Eissporthalle. Und wahrlich, die Legenden waren gekommen. Und mit ihnen die Fans vergangener großer Eishockeyjahre. Der Andrang war riesig. Die Begeisterung der gefeierten Kufenkrecks war es auch. Ja, ist ein Highlight im Leben, wenn man das nochmal genießen darf. Viele, viele Leute, die man noch kennt von früher her. Ja, ist schon ein Erlebnis und auch eine Freude, dass man das so lange aufrechterhalten hat. It's unbelievable. People are just as crazy as I remember them being. They're unbelievable hockey fans here. It's great. Great to be back. The fans, that's what I remember most, yeah. I played here 3 years, 3 seasons, and it was a good time to my, good entry to my career. In der Kabine vor dem Spiel wehte für eine Nacht noch einmal der Wind vergangener Jahrzehnte. Wehmut und Déjà-vu zugleich, liebgewonnene Erinnerungen, sie schienen zurückgekehrt in die Frankfurter Eissporthalle. Und auch die Eishockey-Legenden selbst waren ergriffen von diesem Abend. Ich habe überhaupt nichts zu tun mit Eishockey seit 10 Jahren, ganz ehrlich. Okay. Und ich schaue nichts, aber wenn ich sehe Leute so wie Rob Doyle, Victor Gervais, Yuka Tammy, Porka und so, dass ich kenne von meiner Zeit bei den Lions, dann kommt 100.000 alte Erinnerungen zurück und dann kannst du mit dem diskutieren, wie wir haben die letzten 10 Minuten gemacht. Und dann kannst du gut lachen und ein bisschen weinen. Lance muss mir erklären, dass steht, ohne Bernie macht keinen Spaß. Ja. Aber ohne Brille kann ich das gar nicht sehen. Was geht in dir vor? Was bewegt dich? Ja, ich glaube, es ist immer noch eine Ehre, hier zu sein. Wir haben viele alte Spieler da, das ist auch gut. Viele Zuschauer ist auch gut. Und natürlich ist es auch schön, alte Leute, alte bekannte Leute zu sehen, dass man lange nicht gesehen hat. Und das ist, was am meisten Spaß macht. Und wir werden einen schönen Abend haben. Und leider geht es viel zu schnell. Es tut mir leid, dass Gerd Schroeder nicht da ist heute Abend. Aber so ist Leben manchmal. Aber wir müssen ihn auch nicht vergessen. Ja, wenn ich komme in die Eishalle, da gibt es eine Gedanke. Und wir vergessen das oft. Aber da war ein junger Mann, das hat das alles möglich gemacht, Herr Schroeder. Und ja, ich habe einfach an ihm gedacht heute. Und das ist schön, wenn einer ist leider zu früh gegangen. Aber er bleibt in meinem Herz, wenn ich komme in die Eishalle. Und auch die Eishockey-Legenden selbst waren ergriffen von diesem Abend. Ausgezeichnet ist es, wieder hier zu sein. Schau mal, 6.000 Zuschauer an hier für so ein Spiel, das ist wahnsinnig. Es macht viel Spaß. Es freut mich, wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen hier. Ich meine, die Publikum, der Aufstieg auf jeden Fall war eine super Zeit. Die Jahre in der ersten Bundesliga waren auch sehr gut. Aber allgemein, die Stadt Frankfurt gefällt mir. Ich bin oft zurückgekommen und wenn jemand anruft und sagt, komm mal rüber für ein Spiel, dann komme ich gerne. Das Spiel des Abends zwischen den All-Stars und der Meistermannschaft von 2004, es hatte noch nicht einmal richtig begonnen. Da erreichte die Begeisterung schon ihre ersten Höhepunkte. Der Einlauf der Löwen und Lion-Stars erdauerte eine volle Stunde lang und endete mit der Ehrung von Ian Gordon, Jason Young, Pat LeBeau und Michael Presak, deren Trikotnummern von nun an als Retired Shirts neben der legendären Nummer 27 von Trevor Erhardt ihren Platz an der Hallendecke haben wird. Fans und Mannschaft, an diesem Abend war die vielbeschworene Eishockeyfamilie sichtbare Realität. Und auch wenn der sportliche Wert des folgenden Spiels eher zur Nebensache geriet, das Schaulaufen der Stars, es wurde zur Parade vergangener Eishockeytage und errungener Erfolge einer inzwischen ehrwürdigen Eishockeygeschichte in Frankfurt. Davon waren die Spieler nicht weniger ergriffen als die Fans. Das ist jetzt 10 Jahre her. Gut, ich bin jetzt ein bisschen länger hier, aber es kommt alles nochmal neu hoch und die Gedanken oder werden erfrischt, nochmal aufgefrischt. Das ist eine tolle Sache. Ganz so kraftvoll und elegant wie ehedem war das Geschehen auf dem Eis allerdings nicht mehr.
Ich habe nur ein Problem, ich habe gesehen unsere Mannschaft und egal was passiert, ich sage, unsere Kondition ist schrecklich. Das liegt aber meistens am Trainer, oder? Absolut. Der Trainer hat eine schreckliche Kondition und der Rest der Mannschaft folgt perfekt. Und nicht nur die Spieler trugen viel zur Erinnerung an vergangene Tage bei, auch der legendäre Hühnerdieb war noch einmal in voller Aktion. Also ich finde es richtig gut, ich finde es für mich nach Ende meiner aktiven Karriere wirklich super, dass man mich so gut in Erinnerung behält. Und das mit dem Hühnerdieb, das nehmen Sie den Fans nicht übel? Überhaupt nicht, weil ich war der Verursacher damals. Es war gut eingefädelt. Ich habe mein Übriges dazu getan, dass das Huhn wieder hier landet. Und von daher ist es wirklich gut von den Fans organisiert. Es war eine Nacht der Freude. Ein gelungenes Fest des Wiedersehens und der leichten Wehmut über zurückliegende große Eishockeyzeiten in der Frankfurter Eissporthalle. Ein Schlusskapitel, gleichzeitig auch für viele Spieler, die in der Vergangenheit das Frankfurter Trikot getragen haben. Ja, alte Wirkungsstätte, was soll ich dazu sagen? Immer wieder schön, das war eine meiner schönsten Zeiten hier. Gut verabschiedet worden im Hexenkessel gegen Kassel vor dem Spiel. Also meine gute Erinnerung, nur gute Erinnerung. Das war eine unglaubliche Nacht heute Abend. Ich denke, es ist, was die Fans hat. Gewartet for a long, long time. I always want to come back in Frankfurt to say hi to the fans because I left without saying goodbye. And me and my family was so good here in Frankfurt. We were very treated really well by the fans and the organization. So coming back in Frankfurt was important for us. Well, it means that I get to say goodbye. You know, like I never had a chance to retire and this is it, you know. So now I know I'm not an ice hockey player anymore. Am Ende war es damit auch ein Abend des Abschieds und des Abschlusses vergangener Eishockeytage. Ein Tag, der lange in Erinnerung bleiben und lange nachwirken wird.